Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 190. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir jeden Tag zu dir kommen können, mit allen unseren Sorgen, mit allen unseren Nöten. Und danke, dass du uns zeigst, welches die Dinge sind, die uns immer wieder zur Sünde verleiten und verführen wollen. Und dass du uns die Kraft schenken möchtest, diese Dinge aus unserem Leben auszumerzen. Weil Jesus für uns gestorben ist und der Heilige Geist uns gegeben ist, Herr, dafür danken wir dir. Sprich du durch deinen Geist jetzt auch wieder durch dein Wort zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 31. Die Israeliten haben die Midianiter besiegt als Strafgericht dafür, dass die Midianitischen Frauen die Israeliten verführt haben beim Baal Peor und nun Geht es darum, wie gerade mit diesen Frauen, die erbeutet worden sind, umgegangen werden soll. Mose hatte gesagt, sie sollen ausgerottet, umgebracht werden. Wir lesen in Vers 18. Aber alle Kinder weiblichen Geschlechts, die keinen Mann im Beischlaf erkannt haben, die Last vor euch leben, lagert euch nun außerhalb des Lagers sieben Tage lang. Jeder, der eine Seele getötet oder einen Erschlagenen angerührt hat, entsündigt euch dann am dritten und siebten Tag, ihr und eure Gefangenen. Diese Sache mit dem dritten und siebten Tag erinnert uns an das Entzündigungswasser, das entstanden ist dadurch oder hergestellt worden ist, dass man die rote Kuh äh, verbrannt hat. Ein äh, Ritual, das in besonderer Weise, ein Opfer, das in besonderer Weise auf den Tod von Jesus und das Evangelium und die Erlösung hingewiesen hat. Auch hier in diesem Strafgericht waren die Israeliter, Israeliten, die Krieger, auf die Erlösung durch Jesus angewiesen. Und alle Kinder und alles Gerät von Fellen und alles, was von Ziegenhaar gemacht ist und alles hölzerne Gerät sollt ihr entsündigen. Und Eleazar, der Priester, sprach zu den Kriegsleuten, die in die Schlacht gezogen waren, siehe, das ist die Gesetzesbestimmung, die der Herr Mose geboten hat. Nur das Gold und das Silber, das Erz, das Eisen, das Zinn und das Blei. Alles, was das Feuer aushält, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Und es wird rein sein. Nur muss es mit dem Reinigungswasser entsündigt werden, aber alles, was das Feuer nicht aushält, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Auch eure Kleider sollt ihr am siebten Tag waschen, so werdet ihr rein, danach sollt ihr ins Lager kommen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, stelle die Summe der Kriegsbeute fest an Gefangenen, Menschen und Vieh. Du und Eleazar der Priester und die Häupter der Vaterhäuser der Gemeinde. Und teile die Kriegsbeute zur Hälfte zwischen denen, die den Krieg geführt haben, die ins Feld gezogen sind, und der ganzen Gemeinde. Hier können wir zwei Dinge lernen. Zunächst einmal soll die gesamte Gemeinde mit beteiligt werden an den positiven Resultaten dieses Kriegszuges. Wenn wir etwas für den Herrn tun, wenn wir die Schlachten des Herrn schlagen, sozusagen in einem geistlichen Sinn übertragen, dann soll die ganze Gemeinde auch davon profitieren und Nutzen haben. Und doch ist es so, dass hier diejenigen, die sich persönlich eingesetzt haben, die persönliche Leben aufs Spiel gesetzt haben, die persönlich diese Schwierigkeiten auf sich genommen haben, diesen Krieg zu führen, in besonderer Weise auch davon jetzt nutzen haben und besonderer Weise auch entsprechend Lohn erhalten. Von ihrer Hälfte sollst du es, du sollst aber dem Herrn eine Abgabe erheben, Vers 28, von den Kriegsleuten, die ins Feld gezogen sind, ein Leben auf je 500, von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln und von den Schafen. Von ihrer Hälfte sollst du es nehmen und das Eleazar dem Priester geben, als Hebopfer für den Herrn. Aber von der Hälfte der Kinder Israels sollst du von je 50 ein Stück nehmen, von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln und von den Schafen, von allem Vieh und sollst sie den Leviten geben, die den Dienst an der Wohnung des Herrn verrichten. Und Mose und Eleazar, der Priester, machten es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und die Kriegsbeute, die das Kriegsvolk geraubt hatte, betrug 675.000 Schafe und 72.000 Rinder und 61.000 Esel. Und was die Menschenseelen betrifft, so war die Zahl der Mädchen, die vom Beischlaf eines Mannes nicht wussten, 32.000. Und die Hälfte der Kriegsbeute, welche denen gehörte, die ins Feld gezogen waren, betrug 337.500 Schafe. Und die Abgabe für den Herrn betrug 675 Schafe, ferner 36.000 Rinder, davon die Abgabe für den Herrn 72, ferner 30.500 Esel, davon die Abgabe für den Herrn 61, sowie 16.000 Menschenseelen, davon die Abgabe für den Herrn 32 Seelen. Und Mose gab diese Abgabe Eliasar dem Priester als Hebopfer für den Herrn, wie der Herr es Mose geboten hatte. Die Hälfte für die Kinder Israels, die Mose abgeteilt hatte, von der Kriegsbeute der Männer, die in den Krieg gezogen waren, nämlich die der Gemeinde zufallende Hälfte, betrug 337.500 Schafe und 36.000 Rinder und 30.500 Esel sowie 16.000 Menschenseelen. Und Mose nahm von dieser Hälfte der Kinder Israels je ein Stück von 50 heraus, also zehnmal so viel wie bei der anderen Hälfte von Menschen und Vieh und gab sie den Leviten, die den Dienst an der Wohnung des Herrn verrichteten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Also von der einen Hälfte, die den Kriegern zukam, wurde einer aus 500 genommen für die Priester und hier aus der anderen Hälfte für die restliche Gemeinde zehnmal so viel für die Leviten, die am Heiligtum Dienst taten. Hier können wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir bereit sind, auch aus unserem persönlichen Gewinn, den wir machen, das Werk Gottes zu unterstützen. Die Leviten würden selbst nicht kämpfen und die Priester sowieso nicht, aber doch sollten sie Anteil haben an dem, was in diesem Kriegszug erworben worden ist. Und die Befehlshaber über die Tausendschaften des Heeres traten zu Mose, die Obersten über tausend und die Obersten über hundert, gerade die, die nicht so konsequent zunächst den Auftrag umgesetzt hatten und die Frauen leben gelassen hatten. Und sie sprachen zu Mose, deine Knechte, haben die Summe der Kriegsleute festgestellt, die unter unserem Befehl gewesen sind, und es fehlt nicht ein Mann von uns. Dies war ein Krieg, den Gott angeordnet hatte, und nicht ein einziger Soldat hatte sein Leben dafür geben müssen. Gott hatte dafür gesorgt, dass, obwohl die Midianiter zu Tausenden fielen, kein einziger Israelit zu Schaden gekommen war. Wenn wir uns für den Herrn einsetzen, wenn wir die Schlachten des Herrn schlagen sozusagen, dann dürfen wir wissen, dass wir keinen Schaden erleiden werden, der dauerhaft uns, ähm, ja, schädigt, sondern was immer uns dann zustößt, ist das Beste, was Gott für uns überhaupt nur vorsehen kann. Darum bringen wir dem Herrn eine Opfergabe, was jeder gefunden hat von goldenem Geschmeide, Fußketten, Armbänder, Fingerringe, Ohrringe und Spangen, um für unsere Seelen Sühnung zu tun vor dem Herrn. Und Mose und Elias sah der Priester, nahmen von ihnen das Gold allerlei kunstfertig gearbeitetes Geschmeide. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir wissen dürfen, dass, wenn wir besondere Aufgaben in deinem Werk übernehmen, weil du sie uns aufträgst, wenn wir uns an die Front stellen, wenn wir deine Schlachten schlagen, für dich eintreten, dass wir großen Lohn erwarten dürfen und dass wir niemals Schaden erleiden der uns dauerhaft schädigen wird, sondern dass wir wissen dürfen, dass was immer uns passiert, das Beste ist, was uns passieren kann, nach deinem guten und besten Plan. Und Herr, dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.